So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder zu einem kleinen Tutorial im Bereich YouTube. Und zwar werde ich des Öfteren gefragt, wie heißt denn meine Musik oder wo ist die her aus meinen YouTube-Videos? Wie jetzt zum Beispiel in diesem hier. Hörst du? Ja. Ich bin auf dem offenen Feld. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach, das wissen aber glaube ich nicht viel. Ich habe das auch ziemlich spät erst durch Zufall irgendwo mitbekommen. Das heißt ja immer, euer Netzwerk hier und da kriegt ihr Audio-Files her. Das Ganze bietet euch aber YouTube selber auch schon. Und zwar auf youtube.com/audio-library/music. Da könnt ihr hier kostenlose Musik auswählen. Ihr könnt Genre unterscheiden. Zum Beispiel Rock möchtet ihr jetzt. Und dann seht ihr die Bands. Was für eine Art es ist, wollt ihr eher was Trauriges, dann könnt ihr zum Beispiel hier sowas nehmen. Oder was Brutaleres, Heftigeres. Hell. Gut, man muss ein bisschen Fantasie haben, um sich die Sachen zuzuordnen, aber so im Endeffekt, wenn man weiß, was man... Ich mach's gerade wieder aus. Wenn man weiß, was man sucht, findet man hier richtig, richtig krasse Sachen. Interessantes, also habe ich viel verwendet. Filmmusik eben, dramatisch, wütend, eben für diese epischen Stellen oder wenn man irgendwas krass betonen will. Es gibt auch viel Ruhiges für Horror-Feelings und was weiß ich was alles. Das Ganze könnt ihr dann immer hinten runterladen, könnt es in euer Videomitprogramm mit reinschneiden. Ist wie gesagt GEMA und lizenzfrei, also überhaupt keine Probleme mit YouTube. Ist ja auch von YouTube eben speziell dafür. Videos könnt ihr mit dessen auch monetarisieren. Ist also überhaupt kein Problem. Des Weiteren habt ihr hier noch Soundeffekte. Das ist oftmals auch ganz witzig. Da muss ich mich auch noch ein bisschen durcharbeiten. Habe ich noch nicht wirklich viel davon benutzt. Was gibt's hier? Gunfire. Ja, gibt auf jeden Fall viel Zeug. Man kann das ein bisschen austoben. Ja, das zum Thema eben, wo habe ich meine Musik her und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen hoch, würde ich mich riesig freuen. Könnt es natürlich auch gerne mit euren Freunden teilen, wenn die auch YouTube machen und da ein bisschen Tipps brauchen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.